Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind immer noch unter Wasser und wir müssen einen Weg in die Kirche da finden. Und ja, genau das machen wir jetzt auch. Da unten kann ich was scannen. Ein Medaillon mit einem Kreuz dran. Wirklich? For real. Okay, darauf bin ich reingefallen. Okay, also durch die Vordertür geht's anscheinend nicht. Na, ja? Okay. Ich dachte, ich war durch, anscheinend nicht. Dann vielleicht hier durch einen dieser Kirchtürme rein. Schöne Radaranlage obendrauf. Also zumindest Fernsehempfang sollte gut gewesen sein. Ah, das sieht doch gut aus. Da ist sie ja schon. Eine schnelle Taucherin. Gut, sie ist natürlich auch geübt. Das gleiche tun wir ja jetzt. Hier lag ein Tacker. Das ist kein guter Zeitpunkt für eine Malfunction. Mein Johnny hat mich gewarnt, aber... V, please! Oh, thank fuck. You're alive. Natürlich. Story ist ja noch nicht um. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So... You're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. Ist ja gut, Johnny. Fucking listen. Toxic waste? Is that your construct? Please just ignore his babbling. It's a complicated relationship. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. Let's stay the night. What do you think? Das klingt doch gut. Why the hell? Dafür bin ich ja eigentlich hergekommen. Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell bent on staying in Laguna Bend. Badges literally dragged him out of his house before the water came in. So he built himself another house as close as he possibly could, but then he got sick. Water was way more toxic back then. Was heißt way more toxic? Boah, nette Inneneinrichtung, kann ich was looten? Nigiri, die hier einfach auf dem Counter lagen. I'll brew a pot. How do you take yours? Mit Milch. A splash of milk will do. Same as me? Ich sehe mich mal hier um. Die Schaden nehme ich. Das kenne ich doch irgendwo her. I can turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Okay. Dann einmal den Generator starten. Load of wave transmitters better back there. Feed I was picking up felt a bit flat, I want to say. Power's up. You go that route, the city will always be in hope, so be careful. Judy? Was ist jetzt passiert?
Hello? What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. Was ist denn los? Muss ich mich aufs Klo setzen? Don't bullshit me, Judy. We're still synced, remember? Clouds has gone to shit. Tiger Claw Nonex took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. Fuck. House closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. Didn't want to tell you. Didn't want you to think I blame you in any way. Why would you even assume I'd think that? No, I'm sorry. Let's just kill the subject. Think I'll go lie down. I'm beat. Na gut. Oh Mann, arme Judy. Da funktioniert auch kein Geschäftsplan so wirklich. Auch wirklich mit ihr reden können wir aber nicht. Chick gets on my nerves. Let's you and me blow. Just don't wake her up. You fucking blow if you can. Not about to leave her alone, middle of nowhere. No, I can't talk to you when you get this. Sentimental. Waste of words. At least take a nap so we don't have to argue. Das klingt doch gut, aber vielleicht übernimmt Johnny ja wieder Kontrolle und wir wachen sonst wo auf. Na gut, ab ins Bett mit uns. Und dann mal eine gute Nacht an uns. Dachte, das Date verläuft ein bisschen anders. So. Ja, mit der Kleidung und dann schauen wir mal nach Judy. Hallo? Irgendwer hier drin? Zumindest ein bisschen Loot ist inzwischen hier drin. Ein Crime-Block. Dann schauen wir mal vor der Tür. Vielleicht ist sie wieder tauchen gegangen. Ah nee, da sitzt sie ja. Will you sit with me a while? Natürlich. Finally. You know, yesterday I think I'd made up my mind. Actually called you because I wanted to say goodbye. Okay. City's chewed me up. And spitting me out. Klingt danach. Since I've known you, Judy. All you've been is chaotic, unstable, and hot-headed. Positively burst into my life, you did. So I should have expected an ending just as abrupt. Like this. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too, V. Give me your hand, V. Na gut. All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa. You're asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Sure about this? Haven't known each other that long. I like you. Consider you a friend. The way I see it, there's nothing else to consider. Take care, V. It's really it. Last time we see each other. Didn't seem so set on leaving just a sec ago. See no reason to delay. I'll stay here a couple days, then head off. It's been nice knowing you, V. See ya. And hit me up on the Hollow sometimes. I'll see you, Judy. Okay, wir haben gerade die Storyline mit ihr abgeschlossen. Das ist definitiv nicht der Weg, wo ich gedacht habe, dass die Story hingeht. Ich dachte, ich kriege mal ein bisschen Liebe in dem Spiel, aber es steckt anscheinend doch voller Enttäuschung. Na gut,
Schade eigentlich, dass die geht, aber gut für sie, dass sie vielleicht aus dem ganzen Night City-Kram hier rauskommt. So, Black Steel in the Hour of Chaos. Wir müssen uns wieder mit Reed treffen. Der sollte hier ganz in der Nähe rumdümpeln, hoffentlich. Naja, nicht so in der Nähe. Aber eine Schnellreisestation, ach, ist zumindest in seiner Nähe. Und eine ist auch in meiner Nähe, irgendwie direkt vor mir. Wir werden sie finden, Verzeihung. Da habe ich mich kurz veratmet. Passiert selten, aber es passiert. So, jetzt auf zur Schnellreisestation. Ah, hat sich ja gelohnt, das Motorrad dafür rauszuholen. Wieso habe ich gerade keine Hose an? Seltsam. Das Outfit wollte ich eigentlich nicht nehmen. Ich dachte, ich hätte noch irgendwie ein anderes. Habe ich sonstige Kleidungs-Items an mir? Ich habe zumindest so ein Military-Grade-Net-Running-Suit. Da sehe ich ja aus wie in Hotpants. Dann nehme ich einfach mal dieses Outfit. Was soll's, gefällt mir eigentlich ganz gut. So, Schnellreise. Und dann einmal nach hier. So, heil angekommen. Irgendwer heult da. Alles gut. Hier 5 Item Components. Willst du die haben? Weinst du dann vielleicht nicht mehr? Was ist denn los mit euch? Na gut. Ganz viele Gangleute. Aber ich glaube, da sie uns nichts tun, müssen wir ihnen auch nichts tun. Gut, der pinkelt dahin. Das macht dann 20 Euro bitte und dann bin ich auch schon wieder auf dem Weg. Na gut, dann gehen wir mal zum Wegpunkt. Ganz schöner Loot hier auf dem Weg. Und dann mal gespannt, wie sich die Mission noch entwickelt mit Reed. Wenn man überhaupt ankommt, wäre beinahe überfahren worden. Aber schauen wir mal. Bin mal gespannt, ob Maxtake echt so krass ist, wie jeder gesagt hat. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin nämlich so dermaßen overpowered und habe so gute Waffen. Waffen. Ich habe doch zu wenig Munition. Können wir irgendwie sehen, wie viel wir haben? Ich glaube nicht, aber wir können nachcraften. Lasst uns mal kurz ins Inventar schauen. Alles. Munition, gut. Max Ammo. Nicht Max Ammo. Dann wollen wir mal. Okay, jetzt haben wir auch Max Ammo. Hoffentlich ist alles aufgeladen. Hallo? Wie viel Schuss hast du denn? Steht gerade nicht dran. Denken wir einfach mal, dass es geklappt hat. Hallo Johnny. Na, auf jeden Fall. But it's up there, somewhere. Trying to knock me off the arch terrorist pedestal? Ja, vielleicht ein bisschen. The famed JS got a hot take on all this. On going toe to toe with Max Tuck? Hell yeah. Good fucking luck. Cause you're gonna fucking need it. Oh, das glaube ich nicht. What's there to say? Chick bought a one-way ticket to cyber hell, floored the chew and cut the brakes. And she's dragging us along. Can say that again. Okay. Hätten wir irgendwo anders hingemusst? Ja, da müssen wir anscheinend rein. Na gut, auf geht's. Hallo. Hi, Reed. Was bist du denn für ein komischer Kauz? Now hold up a second. I know you. Und woher? Dankeschön. Handle ourselves fine. Don't you worry. Anyone ought to be worried around here, it's you. Bin ich aber nicht. Well then, I just hope the FIA sends us new contact deeds once you're busy pushing up daisies. But if you do survive this cat orgy of an op, remember, you and me are square now. Na gut, die haben irgendwie eine alte Geschichte ausgeglichen.
Ja, jeder will gern bezahlt werden. About time we went over the plan. Na gut. Ready to plan, strategize? Got everything we need? Got everything we can count on having. I flicked through your intel. Convoy routes, vehicle array, weaponry they're likely to have. Oh, sehr gut, sehr gut. The reason they're called Psycho Squad's twofold. They're almost cyber psychos themselves. The best chance we have of stopping them's here. Traffic minimal, vantage points optimal. Na gut, lass uns loslegen. On this road, once in range, we hit them hard. Bring them to a stop. We then neutralize all MaxTac operatives, grab Songbird, run it to an exfil point just across the SoCal border. Our friend here knows the specifics. He'll fill you in. I got one last thing I need to take care of. Okay, alles klar. Lass uns loslegen. Ich bin bereit. Na gut. Alright, let's hear what you've cooked up. Here's a lowdown. Convoy will roll in from the northwest. Aha. We run right into the booby trap cars will set up. This could decommission a few vehicles. Force the rest to switch lanes. Okay. We'll cut off any chance of retreat. Set off some planted charges. Stop them dead in their tracks. Second Reed pops a behemoth driver, you'll dive in. Your chum Reed also requested some badass toys. Offensive turrets, mines, smoke grenades, ladder, not an issue. But the mines and turrets. Want a way in, sift to the deets, or leave prep to me. It's your call. Nö, mach du das mal. Your gear, you know best. Leaving the prep to you. Damn, quite the demonstration of trust. I'm flattered. No, moved. Okay. Ach, das ist weniger Vertrauen. Ich bin nur faul und hab gute Waffen. Can have a word with Reed. Hmm. Gonna set up then, and make tracks. As for you two, well, good fucking luck. Dankeschön. Alle sehr freundlich gerade wieder. Das gefällt mir. So, einmal hoffentlich nur noch mit Reed sprechen. I'm all set und du? Almost. Okay, der ist gleich fertig. Was tippst du denn da? I just need to calibrate it so the signal isn't too strong. Otherwise, so me could. Gut, what? Was will Songbird denn schon wieder machen? I just hope we're not too late. Für was? Too late for what? Reed? Let's focus on the task at hand. Damn it, what do I gotta do to get you to talk to me? We are talking. Yes, nicht wirklich. Spill it, come on. You have any questions about MaxTac? Now's the time. Fuck me. Dodging always your go-to when the talk gets tough. You want to know the truth? Fine. Today, or 7 years ago, don't know what exact point I fucked up. The end result's that now we're here while she could die. I just pray that she's the one we're saving. The Somi I knew, and not some. Mhm. Okay. Der ist echt besorgt über Songbird. Scared my grip on everything is slipping. There. Happy? Ich bin nicht unglücklich. If anyone's lost control in this sitch, it's her, not you. But it's still Somi. She's there to save, truly. And I believe we will. It's an either-or situation, V. Either we got it right, could very well be that, or she's been playing us for fools from the start. I just gotta jam MaxTac's frequencies. Get ready. That thing jamming his pangs of conscience, too? Ought to get myself one. What do you want about now? Chick's a half-brain-dead, half-AI-controlled zombie, yet still the gonk's convinced his old partner's trapped inside. That only he can save her. Gott, das klingt doch zumindest hoffnungsvoll. Was haben wir als Auswahl? Okay. Maybe he's scared. This might all be his fault. New guys like him in the army, gonks who thought they were born to hold people's lives in their hands. Shit never ended well. Always with a lose-lose. Mensch, der ist wieder positiv gelaunt. Body language. I could tell you enabled the relic. So was it her? Did you grab hold of Song? Nicht wirklich. Nah. Still no contact with Somi.
in radio silence since all that shit went down at the stadium. Right. Understood. All right. Jam is calibrated. Do you know what to do? Take my position, await the convoy. Going hot when I see the charges pop. We grab Song and head for the expo point on the border. Clean quick, no slip-ups, no trip-ups. And one eye on Song the whole time. Got it? Natürlich. Okay, moving to my position. Good luck, Reed. We won't need luck. Das ist meine Einstellung. Er hat ja mich, da braucht man kein Glück mehr. Und die Waffe ist tatsächlich voll. So, wo muss ich hin? Soll ich einfach hier warten? Ich habe keinen Wegpunkt. Oh, ich muss Mr. Hens hier die Koordinaten senden. Beinahe vergessen. Hens, sending die Koordinaten, wie ich versprochen habe. Die Straße beim verlassenen Hotel im Pacifica Boulevard. Viel Glück. Ich dachte, ich übersetze es mal on the fly. Die Rückantwort wahrscheinlich nicht. Wundervoll. Okay, das ging ja noch. Okay, den Rest können wir ihm überlassen. Bla bla bla. Oh, er trägt sich den Tag heute als im Kalender ein als Tag, an dem ich ihn wirklich beeindruckt habe. Das ist doch schön. Ah. Wegpunkte sind da. Dann würde ich mal sagen, suchen wir uns den nächsten aus. Ich bin faul heute. Nicht so viel laufen. Dann warten wir mal. Ist das nicht eine schöne Lichtstimmung? Oh. Songbird. How the hell did you? I was not you. Anyone but you. Oh oh. So me. You there? Link's alive? I trusted you. But I won't mistake again. Stay out of my way. I'm warning you. It'll be over soon. We're close by, here to help. You and Reed. Help. Das ist der Plan. Get me out of this cage, just to shut me in another. Soon I'll regain control. They're on a move. Get ready. Songbird made contact. Link's still active. She won't forgive us. Not for. Don't expect her to. Focus now. On my mark. Da kommt hier der schöne Konvoi. Soll ich eine Waffe rausholen? Anscheinend nicht. Boah, dann warten wir mal, bis hier die Hölle losbricht. Da sind, glaube ich, die Minen. Hui. Oh, fuck. Wieso hat es mich jetzt aufs Fressbrett gelegt? Okay, wir müssen die Eskorte irgendwie besiegen. Also, gar nicht so schlimm. Einfach auf alles feuern. Was ein Marker überm Kopf hat. Hey, lass das. Das kitzelt. Nicht für Backup rufen. So, war das alles? Ja, ja. Oh, ich wollte doch erst looten. Oh. Ah, das wird dann Maxtech sein. Ja, das sieht nach fetten Typen aus. Ich bin wie. Boah, das wird dann hoffentlich mal ein ernsthafterer Fight. Was machen die denn? Das ist deren Ausweichmove, wenn ich... Das sieht ja witzig aus, was der hier macht, wenn ich mit der MP auf ihn halte. Er nimmt zwar keinen Schaden, aber... Ja gut, sein Kollege nimmt dafür Schaden. Na komm. Der ist immer noch nicht down. Sieht echt lustig aus, wie die da versuchen auszuweichen. Also wirklich Badass-mäßig sind die nicht. Vielleicht sollten wir mal die Schwierigkeit hochstellen. Obwohl, das macht auch ab und zu Spaß. Einfach, manchmal muss man einfach seine Aggression im Spiel irgendwie rauslassen. Ja, ich ja gut.
war das schon alles von euch. Und dich kann ich zumindest looten. Euro-Dollars. Hier kann ich nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Ah, da ist ja noch einer. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich krieg den allein hin. Allein mit dem Sniper-Schuss. Okay. Ich mag mein Loadout. Ja, reicht ja jetzt mit der Zeitlupe. Hey, der atmet ja noch. Ja, mit dem... Was? Oh, fuck. Songbird mal wieder. Oh, Reed hat's ein bisschen erwischt. Dass er ausgerechnet jetzt vom Schrapnell drauf geht. Hey, jetzt lass mich erstmal looten. Steht kein Timer dran. Das heißt, ich kann looten. Das sind zumindest die Regeln, nach denen ich mein Leben lebe. So, hier mit dem Zeug. Eher mit dem ganzen Zeug. Hast du noch was? Nö. Hey, wieso atmet der noch? Gut. Ich würde sagen, ausgeschalten. So, irgendwas noch. Hier liegt noch ein lila Zeug rum. Na? Das haben wir auch geschafft. Die anderen Max-Tags, Max-Tag, komischer Name. Kann ich nie aussprechen. Sind hoffentlich platt. Oh, wir müssen nach Reed schauen. Ich glaube, der war da oben irgendwo. Keine Ahnung, vorher war er oben. Schauen wir mal nach. Uiuiui. Ah, da hockt er ja. Hi. Alles gut, ist nur eine Fleischwunde. Be all right, V. Got the luck of the damned me. Need any help? I'll manage. She was a moment there, I thought we were gunners. Ich hab das nicht eine Sekunde lang geglaubt. We bid him bye-bye. Go. Stay in the tail. We can't lose her. I'll catch up as soon as I patch myself up. You sure? Sehr gut. Okay. Sehr gut. Und we. Ich versuche mein Bestes. Wieso steht denn hier oben immer noch... Ich brauche mein Motorrad. Da kommt es hier auch schon. Hier mit dem Zeug. Streetwear liegt mitten in der Straße. So soll sein. Hier ist wieder ein Riesenunfall passiert. Aber wir sind ja hier keine Gaffer. Naja, ein bisschen vielleicht. Wie passiert sowas? Na gut, vielleicht weil Songbird da durchgekracht ist. Hier brennt's aber auch ordentlich. Wo müssen wir denn hin? Okay, da ist ein riesen Loch in der Wand. You take your ass down to that fucking hole, get me insurance information. Looking at a wall with a huge hole in it. Truck rammed clean through. You have eyes on her? Is she okay? Kann ich nicht sagen. Need to scope the place out. Stay sharp. Na gut, dann bleibt man mal scharf. Bin ich eh die meiste Zeit. Okay, dann müssen wir einfach hier ein bisschen erkunden und looten. Meine Lieblingsaktivität. Täten. Fuck. Dass ich den Fall überlebe. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Komm mal wieder hoch. Da ist zumindest der Wegpunkt unten. Ach, hier ist der Truck. Gut zu wissen. Das ist auch korrumpiert. Okay. Na gut. Was soll das denn heißen? Na gut, ein Glück habe ich so einen starken Body. Damit klappt doch alles. Eine Crowbar, sogar iconic. Ja, damit.
Ja. Irgendwas Interessantes hier? Nö, nur Wegpunkte. Und wieder unter Verwendung meines siemengleichen Körpers haben wir die Tür aufbekommen. Und bekommen hier den ganzen schönen Loot. Hier geht's weiter. Wer ist denn das? Ist das John Reed? Oder war das Johnny, der da gerade rumstand? Ich hab's nicht gesehen. Ich will erst fertig looten. Erfahrung hat gezeigt, dass das der beste Call ist. Ich glaub, das ist Johnny. Okay. Nur wenn man es zu lang macht. The kind that says there ain't no coming back. Sure you want to do this? Don't got a choice, not really. Oh, sehe ich auch so. Always got a choice, V. Like the choice to delta the fuck out of here for one. Come too far, Johnny. Remember what's at stake. We don't get the song, we don't get the help Reed promised us. Oh, I remember. Question is if whatever's down there is still the songbird we know and love. Find out soon enough. Wo ist dein Sinn für Neugier, Johnny? Ich muss springen. Hui! Fühlt sich an wie ein Bosskampf bei Borderlands. Da ist man auch nicht mehr zurück hochgekommen. Oder man muss immer auch so ein Ding runterspringen, wo man nicht ohne weiteres wieder hochkommt. Beziehungsweise gar nicht hochkommt. Es sei denn, man stirbt. Aber dann hat man auch nicht den Boss besiegt. Hier sind noch irgendwelche Hinweise. Eine Fusebox, die gedamaged ist. Kann damit nichts anfangen. Ich glaube mal, hier ist sie durchgegangen. Das Wort kurz heiß. Got a Militech logo. Can't be right, can it? Find the terminal, jack in. I think I might know what this place is. Würdest du mich daran teilhaben lassen, Reed? Terminal. Oh. Gleich hinter der Tür? Nö. Da wird hier schon was angezeigt. Ach, hier geht's hier einfach weiter. Und. Na gut, ganz runter. Okay. Da wollen wir rein. Mal sehen, ob das überhaupt noch tut. You're in a top secret military facility dating back from the pre-data crash days. Cynosure. Das habe ich doch schon öfter gehört. Hold on. Cynosure. Cyberspace equivalent of a nuke. Militech's answer to Arasaka's soul killer. Just the next edition of your average megacorp mega dick contest. Somi mentioned this facility once. Militech netrunners taking a plunge into the so-called deep net. The hell is all this for, though? It's no coincidence she wound up here. She's not running from us, V. She wants a permit to Blackwall. She is the leader. Ah, shit. Ah, Songbird, was machst du denn? Weiß ich nicht. Könntest du es ja nochmal erklären? Ich hab so eine Idee. Stop running and let us help. You still trust Reed? It's more convenient. Yes. Naja, du hast mich ständig angelogen. Jeder lügt mich an. Du lügst mich an. You promised to help me too. It doesn't matter now. Find ich schon. We still want the same thing. And if anyone can help us, it's Reed.
Breed lives in a world of half-truths of his own making. Fuck. Come on, Songbird. Songbird? Na, die wirkt auch noch teilweise vernünftig. Ist mal hier irgendwie runter oder nochmal hier zurück. Force Open. Hier haben sie bestimmt den guten Loot drin. Oder? Ich kann zumindest da ein Device scannen. Weiß nicht, was es bringt. Ah, anscheinend ist das der richtige Weg. Ist dann hier noch Loot drin? Ja, zumindest ein bisschen was. Hier mit den Komponenten. War da gerade nicht irgendwie ein gelbes Icon noch? Anscheinend nicht. Ich glaube, ich fange auch an, Dinge zu sehen. Na gut, dann wollen wir mal hier durchgehen. Ist ja nicht schwer zu entdecken, wo sie irgendwie hier lang ist. Bei dem roten Glitzerzeug, das sich hinterlässt. Und generell dem Loot nach. Das ist auch eine valide Strategie, zumindest in dem Spiel. Loot. Und noch was scannen? Nö, nur das Device und da hinten ist wieder Loot. Auf zum Loot. Tja, jetzt bin ich überfragt. Das war ein Dead End, da ist auch nochmal Loot. Ah, da wird es nicht weitergehen. Aber ich habe schon eine Treppe gesehen. Die werden wir, glaube ich, als nächstes probieren. Ach komm, muss ich auf die andere Seite, um das anzukrabbeln. Na gut. Haben das ja noch geschafft. Mein Motorrad wartet da oben auf mich. Ist das schön, dass das Icon da ist. Bin ich nicht ganz allein hier. Aber ich habe ja noch Johnny. Wo ist denn ein Aufzug? Die sagen, ich soll einen Aufzug nehmen. Ich habe keine Minimap, kein Signal. Bin Muttersiegeln allein. Hier ist kein Aufzug. 325 Eddies. Jackpot. Was bist du? Ein Fire Extinguisher. Der löscht Feuer. Ein Laptop. Irgendwas Nützliches hier drauf. Messages. Nö. Fang mal gar nicht an zu lesen. Wo wäre ich, wenn ich ein Aufzug wäre? Da wäre ich. Und hier wäre ich, wenn ich Loot bin. Elevator. Das ist der falsche. Ernsthaft Spiel. Ich brauche große leuchtende Wegmarker, um mich irgendwie zurechtzufinden. Ah. Ist das ein Elevator? Nein. Das war aber sehr attraktiv, da reinzuspringen. So, letzter Checkpoint. Hoffentlich müssen wir uns nicht zu viel anhören. Nochmal sammle ich den Loot auf jeden Fall nicht ein. Elevator. Wo soll hier denn Aufzug sein? Dich kann ich nicht scannen. Hier kann ich auch nicht hochklettern. Was ist denn das? Hier ist ein Device. Okay. Definitiv soll ich da nicht drüber. Ja, Anomalie. Kann ich damit was machen? Ah! Dieses große Teil ist der Elevator. Na gut, kann man ja nicht wissen. Kann man ja nicht wissen. Oder sie wog etwas auf, down there, that did that for her. And here we are going down, 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 rabbit hole into the heart of darkness. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Tell me, you've got a plan. Ich habe eine Waffe. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Du bist mir ans Herz gewachsen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dich zu retten, würde ich es machen. Also uns beide. Im Falle von nur einer überlebt von uns beiden, würde ich mich nehmen. Ich dachte, wir kriegen irgendein Ende dann, wo wir dich extrahieren. Du lebst in der Wolke. Establishing a link with the
relic, but she's not alone. Is it on Blackwall? Johnny. Johnny. Migration complete. Permissions down. Oh, Johnny ist jetzt auch weg. Na gut, ich denke, das ist ein ganz guter Cut-Off-Point für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.